Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zu diesem Webinar Arbeiten mit Bearbeitungszyklen auf der TNC 640. Kurz zu meiner Person. Mein Name ist Michael Windl. Ich bin Kursleiter bei der Firma Heidenhain und werde Ihnen in der Präsentation und später am Programmierplatz die Möglichkeiten der Bearbeitungszyklen erklären und was wir da zurzeit Neues zu bieten haben. Zu Beginn eine kurze Präsentation. Danach schauen wir uns das Ganze am Programmierplatz an. Wenn Sie Fragen haben, können Sie gerne das Fragenfenster unten nutzen. Ich werde diese Fragen dann am Ende der Präsentation beantworten. So, wir haben verschiedene Zyklen, die wir uns jetzt hier mal im Speziellen anschauen wollen. Hier gehe ich natürlich auf die neuen Zyklen und Neuerungen in den Zyklen ein. Zum Beispiel mit dem neuen Planfresszyklus, dem Zyklus 233, den Zapfenzyklen, Interpolationsfräsen, Konturzug mit Restmaterial, Wirbelfräsen. Dann schauen wir uns ein bisschen Technologiethemen an. Hier geht es um die Bahnüberlappung, die ich in allen Zyklen immer wieder mit verwenden kann, wie man diese richtig einsetzt und so eben zum Beispiel auch die komplette Schneidenlänge des Fräsers ausnutzen kann. Entgraten ist immer wieder ein wichtiges Thema. Ich zeige, wie wir das Entgraten definieren können und wie wir später damit auf der Steuerung effektiv arbeiten. Und danach noch ein Thema Kontur- und Punktübernahme. Da schauen wir uns den CAD-Import an, also Importieren von Konturen und Punkten aus Zeichnungen, also digitalen Zeichnungen, entweder DXF, IGES oder STEP und wie wir diese dann weiter im NC-Programm einsetzen können. So, wir beginnen mit den Zyklen. Als erstes mit dem neuen Zyklus 233 fürs Planfräsen. Dieser 233er Zyklus kann verschiedene Möglichkeiten abdecken. Ich kann das klassische Planfräsen machen, ohne eine Begrenzung. Dann kann ich einen Absatz fräsen mit einer Begrenzung. Der kann jetzt entweder auf der X-, X+, Y+ oder Y-Seite sein. Das lege ich über die Begrenzung fest. Oder ich kann eine Ausklinkung mit bis zu drei Begrenzungen fräsen. Und das kann ich alles mit dem Zyklus 233, dem Planfräsen, machen. Die nächsten Zyklen, wo wir uns dann anschauen, sind unsere Zapfenzyklen. Hier gibt es den Rechteckzapfen, den Kreiszapfen und neu hinzugekommen hier der Vieleckzapfen, wo ich eben über verschiedene Parameter meine Zapfen definieren kann. Alle Zapfen haben jetzt auch den neuen Parameter Bearbeitungsumfang mit dabei, um eben sauber schrubben und schlichten mit all diesen Zapfenvorgängen zu machen. Im Beispiel haben wir hier zum Beispiel den Rechteckzapfen einmal zum Umfangsfräsen und einmal zum direkten Zapfenfräsen eingesetzt. Sehr interessant ist der Zyklus 292, eigentlich Interpolationsdrehen, aber man kann ihn auch sehr gut mit einem Fräswerkzeug verwenden. Am Beispiel hier habe ich einen Radius 6 als Einlaufradius programmiert und der wird dann einfach übers Interpolationsfräsen abgearbeitet. Den Zyklus 25 Konturzug kann man bei offenen sowie geschlossenen Konturen verwenden. Dabei beachtet die Steuerung natürlich den Werkzeugradius und wenn ich Konturen programmiert habe, wo der Radius kleiner ist als mein Fräserradius, dann lässt der Zyklus 25 hier das Restmaterial stehen. Und über einen Eingabeparameter Vorräumwerkzeug kann ich der Steuerung dann sagen, okay, jetzt räumst du mir nur noch das weg, was das Vorgängerwerkzeug, zum Beispiel der Fräserdurchmesser 16, stehen gelassen hat. Und so werden dann nur die Bereiche bearbeitet, wo noch Restmaterial stehen geblieben ist. Und so kann man hier effektiv das Restmaterial rausarbeiten. Ein
sehr flexibel einsetzbarer Zyklus ist der Zyklus 275 fürs Wirbelfräsen. Hiermit kann ich offene sowie geschlossene Nuten bearbeiten. Hierbei richtet sich der Zyklus an meiner Kontur, an meiner Mittelpunktsbahn. Das heißt, die neutrale Faser von der Nut wird programmiert und die kann ich dann über den Zyklus 275 Wirbelfräsen mit einer ständigen kreisförmigen Bewegung rausarbeiten. Vorteil ist dabei, dass ich hier die komplette Schneidenlänge zustellen kann und mit kleinen seitlichen Versätzen mir das Material rausarbeiten lassen kann. Noch einen Blick in die Technologie. Hier schauen wir uns das erste Mal das Entgraten an. Entgraten ist ja sehr wichtig. Das heißt, wir, soweit es geht, können wir das komplette Bauteil direkt in der Maschine entgraten und haben so weniger Arbeit später nach der Bearbeitung. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ich so einen Entgrater definieren kann. Mit dem Beispiel, so wie es ich jetzt zeige, ist es eben auch der Vorteil, dass ich dann auch die Phase direkt in der Grafik, also in der Simulation, mit angezeigt bekomme. Dazu nehmen wir unseren Entgrater. Dieser ist auf die Länge, auf die theoretische Spitze des NC-Anbohrers zum Beispiel vermessen und der Radius ist der angegebene Radius von meinem NC-Anbohrer. Zum Beispiel ein Durchmesser 10 NC-Anbohrer hat einen Radius von 5 mm. Das heißt jetzt aber auch, dass der Punkt, der geführt wird, ist der Schnittpunkt aus Länge und Radius. Das heißt, der Punkt unten rechts, der wird von der Steuerung geführt. Durch den 90 Grad Spitzenwinkel von meinem NC-Anbohrer ist das aber nicht der Punkt, an dem der NC-Anbohrer schneidet. Von dem her mache ich dann hier immer eine Korrektur und zwar mit Delta Länge und Delta Radius. Und über diese Korrektur bringe ich den schneidenden Punkt von zum Beispiel unten rechts auf Mitte Schneide. Wichtig ist bei dieser Korrektur mit Delta Länge und Delta Radius, dass ich immer die Summe aus beiden Delta-Werten muss immer den Radius von meinem NC-Anbohrer ergeben. Dazu schauen wir uns jetzt mal einige Beispiele an. Im ersten Beispiel oben, also oben links, sehen wir, Werkzeugradius ist 5 mm, Delta Länge minus 2,5, Delta Radius minus 2,5. Das heißt, wir sind jetzt Mitte von unserer Schneide. Funktioniert gut, wenn ich Konturen habe, wo nicht unten oder seitlich relativ knapp eine andere Kontur kommt. Im Bild rechts oben sehen wir, wenn wir unten das Material entgraten, dann müssen wir ja relativ knapp an der Schneide oben arbeiten. Deswegen ist dann die Delta-Länge minus 4,5 und der Delta-Radius minus 0,5. So arbeiten wir oben knapp am Ende von meinem Radius. Das gleiche auf der anderen Seite, wenn ich möglichst weit oben das Werkzeug haben möchte, das heißt, er soll effektiv ganz unten an der Schneide arbeiten, dann mache ich eine Delta-Länge von minus 0,5 und einen Delta-Radius von minus 4,5. Überall sieht man die Summe, ergibt immer meinen Werkzeugradius. Das heißt, das ist das Wichtige, dass hier immer an den Werkzeugradius gedacht wird. So können wir sauber unsere ganzen Konturen entgraten und diese dann weiterverwenden. Bei Technologie kommt auch die Bahnüberlappung immer wieder dazu. Und zwar, wenn ich jetzt einen Fräser habe, einen 16er Schaftfräser, der eine 30 mm lange Schneide hat. Wenn ich jetzt standardmäßig mit meiner Zustelltiefe arbeite, dann wird die Schneide immer nur in einem gewissen Bereich belastet. Zum Beispiel 5 mm. Das heißt, es werden immer nur 5 mm von meiner Werkzeugschneide belastet. Besser wäre es, wenn ich die ganze Schneidenlänge belaste, allerdings dann natürlich nicht mit dem vollen Umschlingungswinkel, also mit der vollen Bahnüberlappung, sondern nur mit einer
Teilbahnüberlappung. Und dafür gibt es den Parameter Q370 Bahnüberlappung. Das ist ein Faktor. Das heißt, standardmäßig steht der auf 1, einmal Radius. Das heißt, standardmäßig wird mit dem Radius vom Werkzeug überlappt. Wenn ich das Ganze jetzt verringern möchte, dann kann ich diesen Faktor verändern, zum Beispiel 0,5. Dann wird der halbe Radius zugestellt oder 1,5. Dann wird der 1,5-fache Radius zugestellt. Jetzt ist das mit dem Faktor immer so eine Sache. Man würde gerne einen direkten seitlichen Versatz in Millimetern angeben. Um das zu bewerkstelligen, muss man die Formel ein bisschen umdrehen. Das heißt, dann berechnet sich der Q370 aus 2 mm, das ist der seitliche Versatz, geteilt durch den Q108. Der Q108 ist immer der aktuelle Werkzeugradius. Das heißt, der Radius, der sich aus Werkzeugtabelle Radius plus Delta Radius aus der Werkzeugtabelle plus Delta Radius aus dem NC-Programm ergibt. Das ist der aktuelle Werkzeugradius und den speichert die Steuerung immer automatisch in den Q108 ab. Über unsere Formel Q370 ist 2 mm geteilt durch Q108, kann ich mir jetzt dynamisch meinen Faktor berechnen lassen. Und den packe ich mir am besten nach meinem Zyklus. Das heißt, im Zyklus lasse ich den Q370 einfach auf 1 stehen und danach berechne ich mir meinen Q370 nochmal neu. Und das kann ich ja mit allen Bearbeitungszyklen machen, dass ich bestimmte Q-Parameter einfach nochmal neu definieren kann, um diese dann abgeändert mit M99 aufzurufen. Genau, die Formel schaut dann so aus. Der Q370 ist 2 geteilt durch Q108. Das war's soweit zur Theorie. Jetzt schauen wir uns das Ganze mal in der Praxis an. Hierzu habe ich ein Werkstück schon mal vorbereitet. Das heißt, wir beginnen mit unserem Planfräszyklus. Und da wollen wir jetzt erstmal die 2 mm Aufmaß von unserem Bauteil wegschruppen. Dazu programmiere ich einen Planfräszyklus, den finde ich unter CycleDev. Über die Taschenzapfen Newton. Und hier ist dann der Zyklus 233. Über diesen Zyklus kann ich jetzt hier mein Planfräsen programmieren. Als erstes entscheide ich, welche Operation ich machen möchte, also welchen Bearbeitungsumfang. Schruppen und Schlichten mit einem Werkzeug, nur Schruppen oder nur Schlichten. Anschließend die Frässtrategie. 2 ergibt die sauberste Oberfläche, ist aber auch die Strategie mit der längsten Bearbeitungszeit. Die Fräsrichtung. Hier kann ich definieren, ob ich entlang der X- oder Y-Achse arbeiten möchte. Und ich definiere meine erste Seitenlänge und zweite Seitenlänge. Bei der ersten Seitenlänge habe ich jetzt minus 100 drin stehen, weil ich die Bearbeitung gerne im Gleichlauf durchführen möchte. Das heißt, minus 100 plus 100 bedeutet, ich fange unten rechts an und fahre nach links im ersten Schnitt rüber. Das heißt, somit arbeite ich im Gleichlauf. Startpunkt dritte Achse und Endpunkt dritte Achse. Was ich hier als Faktor standardmäßig eingegeben habe, ist die Überlappung mit 1,8 mal Fräserradius. In der Simulation sieht das Ganze dann so aus. Das muss man ein bisschen langsam durchlaufen. Genau, die Fläche wurde überfräst. Ich kann mir jetzt noch über die Optionen anzeigen lassen, meine Bahnen. Weiß sind die Fräsbahnen, also womit Vorschub gefahren wird.
Rot sind die Eilgangbahnen, die kann ich mir dann auch ausblenden lassen. So. Das war das Planfräsen. Als nächstes schauen wir uns gleich noch an die Außenbearbeitung, das heißt den Zapfenzyklus. Hier fräst er einmal außen rum und man sieht schon hier mit dieser Anfahrart, was er hier unten links in der Ecke macht. Das heißt, ich habe ihm gesagt, 1 ist die Anfahrposition. Er fährt jetzt hier außen rum an die Kontur an und stellt dann kontinuierlich über die ganze Kontur zu, wenn es mehrere seitliche Zustellungen erforderlich sind. So fräst er jetzt die ganze Kontur auf einmal fertig. Wie sieht das Ganze in der Programmierung aus? Wir verwenden den Zapfenfräszyklus für Rechteckzapfen, den Zyklus 256. Hier gebe ich die erste Seitenlänge an und die Rohteilmaße für die erste Seitenlänge. Das Ganze auf der zweiten Seite. Dann habe ich die Möglichkeit, eine Phase oder einen Radius mit einzuprogrammieren. Plus und Minus entscheidet dabei, ob es sich um einen Radius oder eine Phase handeln soll. Außerdem kann ich ein seitliches Aufmaß definieren, einen Winkel, die Lage meines Zapfens. Anschließend habe ich hier die Tiefe und die Zustelltiefe, das heißt, es soll auf einmal passieren. Und kann jetzt hier meine Koordinaten mit angeben. Hier habe ich jetzt zum Beispiel die Werkzeugüberlappung auf 1 einfach stehen lassen. Wichtig ist bei diesen Zapfenzyklen diese Anfahrposition. Also beim Zyklus 256, beim Rechteck Zapfen. Wenn ich diesen Parameter Anfahrposition habe, sollte ich immer einen Wert größer 0 eingeben. Also entweder 1, 2, 3 oder 4. Diese neue Anfahrposition hat nämlich den Vorteil, dass ich dann auch die neue Frässtrategie habe, nämlich eine konstante Zustellbewegung von außen nach innen. Bearbeitungsumfang auch hier, schrubben und schlichten mit einem Werkzeug, nur schrubben oder nur schlichten. Und dann noch Aufmaß Boden, den Zustellungen fürs Schlichten, und unser Schlichtvorschub. So, und jetzt kann ich am Ende von diesem Zyklus meine Formel zum Beispiel einfügen. Der Q370 ist 0,1 oder 0,5 geteilt durch Q108. Das heißt, ich möchte jetzt diesen Zyklus mit einem halben Millimeter seitlicher Zustellung abarbeiten lassen. Schauen wir uns das Ganze nochmal in der Simulation an. Als erstes das Schrubben oben. Jetzt sehen wir, wie er in mehreren seitlichen Zustellungen diesen Zapfen hier herausarbeitet. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein härteres Material habe, anstatt dass ich in vielen tiefen Zustellungen arbeite, kann ich auch hier einfach hergehen und über mehrere seitliche Bahnen das Ganze abarbeiten lassen. Als nächstes wollen wir einen Absatz fräsen. Dieses Absatzfräsen kann ich wieder mit einem Zyklus 233 machen. Hierzu definiere ich die erste Seitenlänge und die zweite Seitenlänge. Diese beiden Punkte beziehen sich dann immer auf den Punkt, wo ich den Zyklus nachher aufrufe. Also an dem Punkt, wo ich stehe, wenn ich den Zyklus aufrufe, von diesem Punkt aus geht die erste Seitenlänge und die zweite Seitenlänge. Das soll ein Zapfen von 15 mm Tiefe werden, also ein Absatz mit 15 mm Tiefe werden und 15 mm sollen zugestellt werden.
Und wichtig bei diesem Zyklus ist jetzt hier die Begrenzung. Plus 1 heißt, auf der rechten Seite haben wir die Begrenzung. Das heißt, ich werde mich dann später auf den Punkt x0, y0, der ist vorne links, mich vorpositionieren und von dem aus gehen dann x plus 50, y plus 100 nach oben. Und auf der rechten Seite von dieser Fläche, also bei plus 1, will ich eine Begrenzung haben. Das heißt, an dieser Begrenzung muss er mit Radiuskorrektur vorbeifahren. Nach dem Zyklus berechne ich mir meine Bahnüberlappung, 2 mm geteilt durch Q108. Und den lassen wir jetzt abarbeiten. Und jetzt fräst er hier Schritt für Schritt die 2 mm herunter. Mal ein bisschen langsamer durchfräsen lassen. Da sehen wir hier auch schön den 2 mm Versatz, den er jetzt hier sauber durchfräst. Genau, und so können wir eben möglichst viel Schneidenlänge vom Fräser ausnutzen und belasten so nicht nur einen kleinen Teil vom Fräser, sondern einen größeren Teil vom Fräser. Das ist eben der Vorteil von dieser Technologie mit der Bahnüberlappung. Als nächstes kommt eine Ausklinkung. Bei dieser Ausklinkung ist jetzt interessant, dass wir zwei Begrenzungen verwenden, nämlich einmal bei plus 1, also auf der rechten Seite, und bei plus 2 oben. Sobald ich mehr wie eine Begrenzung verwende, kann ich auch einen Eckenradius mit einbringen, wenn sich aus meinen Begrenzungen hier zum Beispiel eine Ecke ergibt. So kann ich jetzt hier einen Eckenradius eintragen und dieser wird dann weiter verwendet. Wir können uns natürlich auch die Werkzeugbahnen ausblenden lassen, also zurücksetzen, dass wir nur die Werkzeugbahnen von der aktuellen Bearbeitung sehen. Genau, jetzt sieht man hier, wie diese Ausklinkung rausgearbeitet wird. Hier ist es jetzt natürlich wichtig, dass ich jetzt möglichst die lange Achse angebe zum Rausarbeiten, damit er eben hier auch möglichst lange im Eingriff ist und nicht nur die kurze Seite bearbeitet. Kann ich natürlich über die Einstellung entlang von X oder entlang von Y auswählen. So kann man eine Ausklinkung mit bis zu 3 Begrenzungen noch ganz einfach mit dem Zyklus 233 abfräsen lassen. Der kleine Zapfen, haben wir dann hier noch einen Zapfen, den wir rausfräsen lassen, mit den Maßen 40 mal 80. Und einem Eckenradius von 5 mm. Wichtig eben immer beim Zapfenzyklus, speziell beim Rechteckzapfen, dass wir unsere Anfahrposition wählen, um eben dieses neue Fahrverhalten vom Zyklus zu erhalten. Sieht man die Vorposition und jetzt bleibt er eben ständig im Materialkontakt und stellt auch kontinuierlich zu.
und so erhalte ich einen schönen schälenden Schnitt und kann meinen Zapfen sauber ausarbeiten lassen. Als nächstes kommen wir jetzt zum Interpolationsfräsen. Hier habe ich jetzt einen Kugelfräser verwendet mit Durchmesser 8. Programmiere einen Zyklus 14 mit dem Konturlabel 1. Im Konturlabel 1 ist jetzt meine Kontur beschrieben. Das schauen wir uns gleich mal an, wie diese Konturbeschreibung aussieht. Das heißt, ich mache eine Konturbeschreibung im XZ-Koordinatensystem, also ich beschreibe eine Höhenlinie. Und diese Höhenlinie wird dann um den Punkt, an dem ich den Zyklus aufrufe, rotiert und somit entsteht meine rotationssymmetrische Kontur. Wichtig ist bei dieser Kontur, die muss stetig fallend oder stetig steigend sein und darf keinen Hinterschnitt enthalten. Ich habe jetzt hier beschrieben, ich mache einfach eine Ecke und lasse diese Ecke mit einem 6er Radius verrunden und so entsteht meine Kontur. Programmiert wird das Ganze dann mit einem Zyklus 292. Spindelkoppeln will ich nicht aktiv haben. Ich möchte das Ganze nicht mit Interpolationsdrehen abarbeiten, sondern mit Interpolationsfräsen. Winkel der Spindel soll 0 sein. Interessiert mich jetzt nicht. Den brauche ich, wenn ich ein Drehwerkzeug verwende, also einen Drehstahl. Schneidrichtung 3 oder 4. Damit lege ich fest, ob Gleich- oder Gegenlauf bearbeitet werden soll. Je nachdem, ob ich außen oder innen bearbeite. Die Bearbeitung innen oder außen. Wir wollen eine Innenbearbeitung machen. Ohne Aufmaß auf der Fläche. Die Zustellung pro 360 Grad. Also meine Millimeter pro Umdrehung. Die Schnittgeschwindigkeit. Also da können wir schon, je nachdem, was die Maschine hergibt, schon einiges programmieren. Der Konturstartradius ist bei 10 mm, seitlicher Sicherheitsabstand und die sichere Höhe. Ich möchte das mit einer Reihe abarbeiten. Also diese Reihe soll bei X12, Y12 starten, soll einen Abstand von 24 mm haben, 3 Bearbeitungen sollen stattfinden und 65 Grad soll das Ganze rotiert sein. Anschließend die Vorposition und über Cycle Call Pad. Pad ist wichtig, über das Cycle Call Pad wird der zuletzt definierte Bearbeitungszyklus, also der Zyklus 292, an jeder definierten Position von diesem Punktemuster abgearbeitet. Das Ganze sieht dann so aus. Wir lassen noch mal kurz die Bahnen verschwinden. Er arbeitet sich jetzt langsam von außen nach innen rein. Und so entsteht die Kontur. Das ist das Schöne am Interpolationsfräsen, dass man eben damit einfach an der Steuerung rotationssymmetrische Konturen erstellen kann und das Ganze eben ohne Kammsystem in einer sehr schönen 3D-Spirale. Und so sieht man eben hier, wie er dann schön das Werk, die Kontur herausarbeitet aus dem Werkstück. Und
Und so arbeitet er hier jetzt unseren Trichter mit raus. Diese Kontur kann jetzt natürlich beliebig sein. Wie gesagt, sie muss stetig fallend oder stetig steigend sein. Darf keinen Hinterschnitt enthalten. Ein Zyklus, der schon sehr lange in der Steuerung verfügbar ist, wo aber auch ständig weiter ausgebaut wird, ist der Zyklus Konturzug, der Zyklus 25. Mit dem Konturzug kann ich eine beliebige Kontur offen oder geschlossen bearbeiten in mehreren Zustellungen. Die Steuerung achtet auch immer darauf, dass die Kontur nicht beschädigt wird. Das heißt, wenn der Fräserradius größer ist als der Konturradius, dann lässt die Steuerung einfach dementsprechend Restmaterial stehen, bis damit eben die Kontur nicht beschädigt wird. Im Zyklus 25 gibt es jetzt einen Eingabeparameter, der nennt sich Nachräumwerkzeug. Mit diesem Nachräumwerkzeug gebe ich jetzt an, mit welchem Werkzeug ich die Kontur schon bearbeitet habe. Und jetzt weiß die Steuerung, aha, mit dem Werkzeug wurde schon vorbearbeitet. Das heißt, ich muss nur noch das bearbeiten, was dieses Werkzeug stehen gelassen hat. Ich habe da noch ein akzeptiertes Restmaterial von einem Hundertstel. Das heißt, alles, was unter einem Hundertstel Restmaterial ist, wird von der Steuerung ignoriert. Und dann habe ich noch die sogenannte Distanz zwischen den Bearbeitungen. Die ist jetzt hier auf 10 mm eingestellt. Damit kann ich festlegen, welche Bereiche von der Steuerung miteinander bearbeitet werden sollen. Miteinander bearbeitet heißt, auf dieser Zustelltiefe macht die Steuerung diese Bereiche alle miteinander. Sobald die Distanz zwischen den Bereichen größer ist, wie ich hier eingegeben habe, dann würde erst der Bereich komplett mit allen Zustellungen fertig gemacht werden. Und anschließend zum nächsten Bereich weitergewechselt und da wieder dieser Bereich mit allen Bahnen fertig gemacht werden. Die Verlängerung vom Bereich kann ich hier noch über den Q448 definieren. In der Bearbeitung sieht das Ganze so aus. Die Kontur hier auf dem Zapfen wird bearbeitet. Dieses An- und Abfahren regelt der Zyklus 270. Der gehört auch mit dazu zum Konturzug 25. Dieser Zyklus 270 regelt die Radiuskorrektur und das Anfahrverhalten von unserem Konturzug. Und so kann ich eben hier die Kontur einfach programmieren, abarbeiten lassen und kann dann später mit einem kleineren Fräser das Ganze nacharbeiten lassen. Also den Konturzug kann man sehr flexibel einsetzen. Der ist auch schon seit der 426, 430 verfügbar und kann eigentlich bei allen Konturen eingesetzt werden, wo man mehrere Zustellungen braucht. Bevor man da dann lang mit dem Q-Parameter umeinander programmiert, kann man es einfach über den Zyklus 25 abdecken. So, und jetzt müssen hier am Ende von der Geraden, wo es in den Kreis übergeht, hier müssen noch Bearbeitungen oder Stellen nachbearbeitet werden, weil da haben wir einen Dreier-Radius drinnen. Und das macht jetzt die Nachbearbeitung mit dem Vierer-Fräser. Und jetzt ist hier dieser Bereich, also dieser definierte Bereich, wo eben dann diese zwei Bereiche hier, also mit der Distanz werden diese zwei Bereiche jetzt hier gemeinsam bearbeitet, die Bereiche auf der anderen Seite allerdings nicht.
Das heißt, so kann ich einfach auswählen, welche Bereiche gemeinsam bearbeitet werden. Wenn ich diesen Abstand jetzt größer machen würde, dann würden sich dann hier die Bereiche als geschlossen geben. Und dann würde er eben in einer Zustellung alle diese Bereiche bearbeiten. Heißt aber, dass er dann immer um diesen Kreis außen rumfahren müsste, um wieder dahin zu kommen. Können wir uns mal anschauen. Wenn ich hier einfach mal den Bereich größer mache, machen wir 50 mm, dann kommt er garantiert auf die andere Seite rüber. So, dann brauchen wir hier unseren Bereich nochmal. War noch nicht ausreichend. Jetzt fährt er eben auf der Zustellung einmal komplett außen rum, fährt dann wieder rüber. Das heißt, somit habe ich dann mehr Bearbeitungszeit. Also man soll eben immer sinnvollerweise die Bereiche so zusammenlegen, dass ich auf der einen Seite natürlich möglichst viel auf einer Zustelltiefe bearbeite, auf der anderen Seite allerdings dann auch möglichst wenig Verfahrbewegungen zwischen den Bereichen habe. Genau. Weiter geht's mit dem Bearbeitung, mit der Bearbeitung von der offenen Nut. Diese soll mit einem 4er Fräser gemacht werden und 10 mm tief werden. Somit machen wir das nicht in mehreren Zustellungen, sondern wir verwenden dafür den Zyklus Wirbelfräsen, Zyklus 275. Hier gebe ich eine Nutbreite an, 6 mm, ein seitliches Aufmaß, 0,2 und eine Vorwärtsbewegung in Millimeter pro Umdrehung, das heißt pro 360 Grad. Also es wird immer ein Kreis gefahren mit 360 Grad und danach wird der Kreismittelpunkt um diese 0,2 mm entlang der Kontur verschoben. Und dann wird wieder ein Kreis gefahren. So kommt unsere Wirbelfräsbahn zustande, wo dann seitlich das Material rausgearbeitet wird. Zustellung 10 mm, Zustelltiefe auch 10 mm und so wird das Material hier rausgearbeitet. Die Kontur befindet sich im Label 3, also das ist unsere neutrale Faser von der Kontur. Die sieht so aus. Ich beginne bei X0, Y77, fahre dann rüber, mache meinen Radius und fahre nach unten. Und dieser Konturbeschreibung folgt jetzt mein Wirbelfräszyklus. Und jetzt sieht man hier schön die Bahnen. Und zwischen einem Radius und dem nächsten Radius sind jetzt hier diese 0,2 mm Abstand. Und so wird jetzt mit kleinen schälenden Bewegungen das Material rausgearbeitet. Ist eben gut, wenn ich tiefe Nuten habe und diese dann mit dem Fräser möglichst mit der ganzen Schneidenlänge bearbeiten möchte, kann ich das Ganze mit dem Zyklus 275
fürs Wirbelfräsen abdecken. Die Beschreibung muss eben immer über die neutrale Faser erfolgen, also über die Mittelpunktsbahn der Nut. Und so kann man das hier einfach in der Steuerung abdecken. So, nach der Nut kommen wir jetzt zum Entgraten. Entgraten ist ja immer wichtig, so viel wie es geht, sollte man natürlich immer in der Maschine entgraten, weil man eben da viel genauer und schneller entgraten kann, wie später dann in der Hand. So, ich verwende jetzt hier einen NC-Anbohrer mit dem Durchmesser 10, Radius 5 also, und korrigiere jetzt erstmal über die Delta-Länge minus 2,5 und Radius minus 2,5. Und jetzt kann ich alle meine Konturelemente von oben einfach nochmal verwenden. Und zwar, indem ich in den Konturelementen lediglich sage, ich möchte schlichten. Also nicht schuppen, sondern nur schlichten. Und dann definiere ich die im Zyklus noch, wo geschlichtet werden soll. Und das ist wichtig, wenn ich sage, Bearbeitungsumfang schlichten, dann muss ich auch irgendwo ein Aufmaß definieren. Wenn ich nämlich kein Aufmaß definiert habe, dann sagt sich die Steuerung, ich habe nichts zum Schlichten und geht einfach weiter. Also das ist wichtig, ich muss Bearbeitungsumfang schlichten machen und fürs Entgraten bietet es sich an, ein Aufmaß in der Seite zu geben, 0,1. Und dann programmiere ich lediglich noch die Tiefe von meiner Phase, also minus 0,3. Und so kann ich jetzt Schritt für Schritt jedes Konturelement von vorher wieder anfasen. Wenn ich außen bin, also den äußeren Absatz anfasen möchte, also das jetzt hier unten, wenn ich diesen Absatz hier anfasen möchte, dann muss ich mich natürlich von dieser Wand hier weghalten. Das ist ein Abstand von einem Millimeter, den ich hier habe. Und deswegen muss ich halt hier meinen NC-Anbohrer anders da definieren. Deswegen Delta-Radius minus 0,5, damit ich eben noch Platz habe zwischen Werkzeug und meiner Wand. Und Delta-Länge, um wieder auf die 5 mm zu kommen, minus 4,5. Genau, und so wird es hier Schritt für Schritt durchprogrammiert. Ich kann das Ganze mit den Zapfenzyklen machen, mit dem Planfräsen. Ich kann es auch in Verbindung mit dem Konturzug machen. Auch hier gebe ich ihm dann an die minus 0,3. Und so wird eben Schritt für Schritt meine Bearbeitung durchgeführt. Manchmal ist es aber auch so, dass ich dann nicht 1:1 die Kontur von oben verwenden kann, wie zum Beispiel bei unserer Nut. Die Nut kann ich ja jetzt hier nur, oder muss ich ja hier nur auf einer Seite entgraten, nämlich auf der rechten Seite, und deswegen programmiere ich mir hier die Kontur einfach über meine Linearsätze mit Radiuskorrektur. Und so geht es jetzt hier Schritt für Schritt ans Entgraten. Erster Zapfen oben. Der Zapfen unten. Diese Ausklinkung. Der kleine Zapfen. Die Kontur. Und die eine Seite von
der Not. Das heißt, so kann man sich hier die Bearbeitung oder Programmierung von einem Werkstück leicht machen, indem man eben die Zyklen von Heidenhain, die Bearbeitungszyklen, die einem die Steuerung bietet, auch hernimmt und so eben effektiv damit programmieren kann. Bei der Programmierung unterstützt uns auch immer unser DXF-Konverter, weil wir aus diesem DXF-Konverter eben unsere Konturen und Punkte einfach übernehmen können, ohne diese groß programmieren zu müssen. Es gibt eben einmal den DXF-Konverter. Ab der Software bei der TNC 640, 340, 590, 08 gibt es dann auch den CAD-Import. Da können wir eben neben den DXF-Dateien auch Step- und IGES-Dateien öffnen und aus diesen dann einmal unsere Winkel fürs Bearbeitungsebene Schwenken holen und dann natürlich auch die Konturen und die Bearbeitungspositionen. Das hat eben den Vorteil, dass ich noch flexibler mit meinen digitalen Zeichnungen oder digitalen 3D-Modellen arbeiten kann. Die Auswahl von Konturen ist einfach. Ich wähle das Symbol aus für Kontur. Gehe dann mit der Maus auf mein Element. Dabei muss ich auf den Pfeil achten, dass ich in die richtige Richtung das Element auswähle, also im Uhrzeigersinn oder gegen den Uhrzeigersinn. Und so kann ich dann meine komplette Kontur mit zwei Mausklicks auswählen. Ich kann die dann speichern als Klartextprogramm oder in den Zwischenspeicher kopieren und direkt in mein NC-Programm mit einfügen lassen. Das gleiche geht auch mit den Bearbeitungspositionen. Hier muss ich dann die Positionen wählen und kann diese dann in mein Bauteil, in mein Programm mit einfügen. Wie können wir diese Konturen und Daten dann weiterverwenden? Entweder, wenn ich eine offene Kontur habe, so wie wir es schon gesehen haben, mit dem Zyklus 25, Konturzug, oder bei geschlossenen Konturen, kann ich natürlich auch einen Konturzug machen. Oder wenn ich es ausräumen lassen möchte, dann kann ich meine SL-Zyklen verwenden, die mir diese Kontur dann auch wieder sauber ausräumen. Bearbeitungspositionen kann ich mit Cell Pattern die Punktetabelle mit einbinden und über Cycle Call Pad wieder aufrufen. Wenn Sie daran Interesse haben, schauen Sie einfach ins Klartextportal. Also klartext-portal.de und hier gibt es in der Mediathek die Webinare und da finden Sie auch das Webinar für den CAD-Import. Sehr interessante Sache, wenn man die Möglichkeit hat, mit den digitalen Zeichnungen oder 3D-Modellen auf der Steuerung arbeiten zu können. So, das war's von meiner Seite für dieses Webinar. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie natürlich jederzeit mit unserer Helpline für die NC-Programmierung in Verbindung setzen. Einfach die 08669 für Traunreuth, 31 für Heidenhain und die 3103 für die NC-Programmier-Helpline oder Sie senden eine E-Mail an die 3103@heidenhain.de.